Guten Morgen, ihr Lieben. Von mir wurde sich gewünscht, dass ich mal zeige, wie ich koloriere. Und zwar mit meinen Buntstiften. Ich bevorzuge ja generell Buntstifte zum Kolorieren. Jetzt habe ich hier. Reiße ich meine Bude wieder ab. Ich habe jetzt noch ein bisschen Chaos rundherum. Ich hoffe, ihr versteht da so ein bisschen, weil ich nämlich im Moment unheimlich viel am Basteln bin und mich mit dem Papier weiter austobe, wie verrückt. Und ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit. Gott sei Dank. Es ist die Woche sehr, sehr anstrengend und ich versuche heute auch noch mein Dingenskirchen. Mein. Na, ich komme nicht drauf. Ja, das ist der erste Kaffee. Deswegen meine Roomtour. Jetzt, seht ihr? Kaffee und da kommt gleich der Gedanke in den Kopf geschossen, ne? Die hinzubekommen. Ich muss dann aber gleich auch nochmal so ein bisschen das Chaos von gestern beseitigen, weil ich habe gestern Abend wieder noch gebastelt und ich brauche das im Moment. Wir haben. Mit dem Johnny im Moment so ein Haufen Stress, der schreit den ganzen Tag und da brauche ich abends, um runterzufahren, hier eine Bastelsession. Das geht bei mir nicht anders. Der eine braucht laute Musik, die brauche ich noch mit dazu, ja. Gott sei Dank habe ich diese schnurlosen Kopfhörer. Ich danke Gott für diese Erfindung. Und ja, deswegen, gestern Abend, ich konnte hier nicht mehr aufräumen, weil ich bastel ja im Schlafzimmer und bei mir ist dann praktisch, da schläft die Lilou. Da schlafe ich. Ich habe nicht viel. Ihr seht das nachher. Ich zeige euch das auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, ich, ja, einmal die Kirche ums Dorf und ich nehme die jetzt nochmal und trage sie auch nochmal in der andere Richtung, damit es auch fetzt hier. Mit dem Kolorieren wurde ich ja gefragt, habt ihr dich von der lieben Nina, ich grüße dich, Mausi, ob ich ihr das mal zeigen kann. Sie möchte das auch, sie traut sich nicht so richtig ran. Und ich habe mir hier erstmal zwei Stempel, Abdrücke. Die habe ich schon mal koloriert, seht ihr ja hier. Ne? Und die noch nicht. Ich habe die aber hier liegen. Ich tue meine Stempelabdrücke, gerade wenn es sich um solche größeren Abdrücke handelt, tue ich die gerne ausschneiden. Weil wenn ich ausmale, liegt das, ist, also ich schreibe auch so seltsam. Bei mir liegt das nicht so, sondern so. Und dann drehe ich das und drehe das. Und wenn ich dann so ein großes Blatt habe, da, ja, guckt mal, dann ist hier kein Platz. Ne? Deswegen tue ich mir die dann so einzeln ausschneiden. Und da bin ich einfach viel flexibler. Das macht aber jeder, wie er möchte. Ich habe gesehen bei Sonja, bei meiner süßen Kreativprinzess, die macht das so, jedenfalls ihre kleinen Seepferdchen. Die macht sie auf einem ganzen Blatt. Ne? Das ist aber, so hat jeder seins. Ich mache es lieber so, weil ich brauche Bewegungsfreiheit und so, ja. Wie heißt das bei Dirty Dancing? Tanzbereich. Genau, ich brauche meinen persönlichen Tanzbereich. So, fangen wir mal an, beziehungsweise erklär mir erstmal. Wir haben ja ein paar neue, was heißt ein paar neue? Wir sind ja hier neue, ne? Also ich erzähle hier eine Gülle. Erstmal einen Kaffee, dann kann der losgehen. So. Ja, guck mal, ich habe mir gestern mit so einem kleinen, ich habe so ein Stanzdings bekommen, so ein, wie heißt das, so ein Stanzteil mit so einem kleinen Karton. So richtig happy bin ich damit nicht, weil das oben und unten irgendwie nicht so richtig stanzen möchte. Und da muss ich das extra ausschneiden. Und meine Frage an euch Washi-Erfahrenen. Ich habe hier dieses Glitzer-Washi. Das dürfte, entweder ist das aus dem T-Dox oder aus dem Teddy. Das hält nicht. Das hält. Also ich habe jetzt einiges an Washi jetzt hier. Und ich muss feststellen, jetzt wo ich mit Papier arbeite, jetzt weiß ich, wofür ich Washi-Tape wirklich brauche. Und ich brauche noch mehr. Ich brauche definitiv noch mehr. Das hält nicht richtig hier. Ich hatte das schon, wo ich jetzt meinem, wenn wir nennen das Goodie-Bag, wo ich das gebastelt habe, hielt es bei mir auch nicht. Da musste ich das wieder abmachen. Habt ihr das auch, dass das nicht hält? Weil das sieht so schön aus, aber der Kack hält bei mir nicht. Ne? Es ist noch nicht fertig. Ich wollte erst mal gucken, was man damit so machen kann. Deswegen steht das hier. Wollte ich euch nur mal fragen. Also, das geht mir echt auf den Sack. Aber ich zeige euch mal meinen Pocket Letter. Den habe ich gestern nämlich gemacht. Das ist schon der zweite. Den ersten kann ich euch noch nicht zeigen, weil der nämlich für meine Sonja ist. Und ich weiß, dass Sonja meine Videos guckt. Und ja, ich habe den für das kleine Mädchen gemacht, von dem ich dieses süße Paketchen bekommen habe. Und da dachte ich mir, das mache ich hier auch so ein kleines Goodie-Bag. Das habe ich jetzt mehr in Richtung Kinder, so kindlich gehalten. Die habe ich von Sonja bekommen, diese ausgestanzten Dinger. Ich suche dringend diese Stanze. Ich liebe, liebe, liebe die. Aber ich wollte ihr eben auch gerne so eins mit drauf machen, ne, für so ein kleines Mädchen. Und ich hatte mich für dieses Papier hier entschieden. Das hatte ich aus dem McGuides. Ja, das ist jetzt ein bisschen dünner gewesen, wie das immer von den Blöcken aus dem Action. Aber ich fand einfach dieses Muster unheimlich cool.
Das ist, wie gesagt, jetzt mein zweites. Und das habe ich auch mehr so in kindlich gehalten. Ich habe jetzt auch endlich, Sonja, guck mal, ich habe jetzt endlich bunte Briefumschläge. Ich habe nämlich, Sonja ist es leider noch mit weißen Umschlägen. So, da habe ich hier mit Washi gearbeitet. Jetzt weiß ich endlich, wofür ich die brauche. Ha, ha, ha. Ja, und jetzt bin ich natürlich süchtig, ne? Habe ich mir gestern bei Tedis noch einige gekauft. Und ja, ich brauchte dringend so eine bunten Umschläge. Ich habe die nicht gefunden. Und ja, gestern war ich dann nochmal in einem anderen Tedis, den ich jetzt überhaupt gar nicht mag, weil der irgendwie, ich weiß nicht, kacke ist. Der ist. Ich gehe da nicht gerne hin, weil die einen immer anmotzen, dass man was sich hier mit 50 Euro bezahlt oder so. Na, ich meine, wenn ich am Automaten gehe und mir Geld hole und mir der Automat 50 Euro gibt, soll ich dann erstmal noch nach Moskau fahren und eine Sightseeing-Tour machen, damit die Leute dann dort Kleingeld haben? Ich habe Verständnis dafür, wenn ich jetzt mit einem 100-Euro-Schein ankomme, aber wenn ich einen Einkaufswert bei Tedis habe von, was weiß ich, 20 Euro, der sagt, nee, 50 Euro nehmen wir nicht. Deswegen gehe ich in diesen Kack-Tedis nicht. Das ist ganz schlimm, aber nur in diesen einen Tedis. Und da hatten die aber diese bunten Umschläge. Und da habe ich mir gestern welche mitgenommen. Natürlich habe ich dann vorgestern schon bei Amazon bestellt, weil ich so angepisst war. Also, ich denke mal, jetzt habe ich einiges an Umschlägen. Also, ich hatte mir bestellt. Da sind eins, zwei, drei, vier. Die hier sind von Amazon. Das sind 20 Stück und vier Stück habe ich. Also habe ich hier von 80. Und bei Tedis habe ich dann die stecken mal, die kennt ihr dann auch alle. Oh, ich komme nicht dran. Das sind auf jeden Fall 25 Stück drin. Da habe ich mir gestern auch gleich fünfmal mitgenommen. Und die haben nur 1 Euro gekostet. Ja, das ist. Aber wie gesagt, ich bin den Tag vorher rumgelaufen wie eine Blöde und habe keine gefunden, bunte Umschläge. Deswegen ist Sonja ihr von innen ein bisschen weiß. Aber das ist okay. Es ist dann der allererste und ich bin sehr stolz auf mein allererstes, weil ich gedacht habe, ich krieg das nie hin. Ich bin zu dusselig dafür. Jetzt könnte ich jeden Tag eins basteln. Ganz im Ernst, ich finde das so toll und ich probiere mich im Moment unheimlich doll aus mit diesen Embossen und mit den, ach, was man alles so machen kann, ne? Und finde ich so mega klasse. Ich freue mich ganz, ganz wahnsinnig. Ja, dass ich diese Freude dran habe, meine ich jetzt. Ja, irre. Ja, bla bla. Ich habe meine Medis heute noch nicht genommen. Ladies, jetzt sind wir bei 7 Minuten und ich bin immer noch am Labern über irgendwelchen Quark. Auf jeden Fall. Wir hatten diese beiden Mäuschen. Die Stempelabdrücke sind von CC Designs. Wer meine Videos aufmerksam verfolgt, weiß, ich bin ganz süchtig nach denen. Es ist fast noch schlimmer wie mit Gorgeous, ehrlich. Und ja, ich habe verschiedene Stifte. Ich habe euch jetzt erstmal die hierher geholt, mit denen ich arbeite. So, ich habe meine Stifte dann hier auch immer rumstehen. Das sind jetzt welche von Faber-Castell. Kann ich auch empfehlen, die sind nicht schlecht, wirklich. Dann habe ich vom Action, und da habe ich, die habe ich jetzt hier zusammengewürfelt, weil ich jetzt den Unterschied nicht so doll merke, wie gewisse andere Leute vielleicht. Ich habe von Action praktisch einmal die schwarze Packung und einmal die, ja, diese Viererpackung, ne? Diese, ich hatte mir die ja nochmal geholt. Die sicher, da gibt es ja vier verschiedene. Und diese Viererpackung kostet jeweils 1,99 Euro. Und da gibt es vier verschiedene Farbrichtungen. Die sind mit dabei. Und einmal gibt es da dieses, mein Gott, das rutscht immer runter, ich kriege eine Krise. Da gibt es dann noch die mit diesen schwarzen, wo man das so runterschieben kann, so eine ganz große Palette. Und die habe ich auch. Und weil ich habe sie erst separat. Jetzt ist mein schönes Kinder. Ich habe sie erst separat gehabt, die Stifte, weil ich das gerne so habe, dass ich weiß, welcher Stift wohin gehört. Aber so doll sehe ich den Unterschied jetzt nicht. Das hier sind die, da merke ich den Unterschied, welches, das sind die von dem Viererset. Und das sind die, seht ihr, das ist so dreieckmäßig, so. Und das ist so, wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So. Ja, ich weiß dazu nicht. Ja, das sind halt, das sind die aus dem großen Pack und das sind die aus dem kleinen. Und ja, die habe ich jetzt nicht mehr getrennt, weil ich sehe den Unterschied nicht. Es mag sein, dass es bei manchen vielleicht ein bisschen weicher ist. Die sind, die vom Faber-Castell sind halt ein bisschen härter. Aber da mag ich zum Beispiel die Gesichtsfarbe mehr irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen habe ich die immer alle hier so rundrum stehen. So, die tue ich jetzt mal ein bisschen zur Seite. Mit denen koloriere ich dann halt. Logisch, ne? So.
Dann habe ich aber auch noch diese hier, diesen Brush Pen. Diese Brush Pens, die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das werde ich aber noch tun. Mal gucken, wenn ich am Wochenende Zeit habe, weil die, man kann die, also Sonja nehmen sie, glaube ich, so ohne diesen anderen Pinsel. Da gehören diese Pinselstifte mit dazu, wie diese hier, so ein Bleistift, um das dann miteinander zu verwischen, also zu vermischen, besser gesagt. Bitte verzeiht mir, ich habe keine konkreten Begriffe. Das ist mir auch rillig, denn die meisten benutzen sowieso nicht diese geschwollene Sprache. Ja, diese hier habe ich mir dann bei Amazon bestellt und ich freue mich schon irre drauf, die auszuprobieren. Aber da brauche ich auch ein bisschen Ruhe und Zeit. Und da brauche ich auch einen großen Stempel. Ich habe jetzt schon einen großen Stempel gestempelt und zwar den von der Gorgeous. Aber da habe ich nämlich versehentlich aufs falsche Papier gestempelt. Da kann man das nämlich nicht mit diesen Stiften nehmen. Ich habe das hier auf den ganz normalen, auf diesen Skizzenblock vom Action. Das ist die schöne große Gorgeous. Die habe ich mir dann auch einfach koloriert. Und mit Dingsstiften, mit Buntstiften. Ja, und ja, hinten drauf geklebt. Weil, ja, Kopf und Arsch eins, ne? Gut, und dann habe ich noch zum Kolorieren. Habe ich immer in meiner Nähe diesen, wo ist er? Hier. Das sind zwei Stück. Das sind Blenderstifte. Da kann man dann diese Übergänge ganz gut korrigieren. Das konnte ich bei meinen schon fertigen ganz gut machen. Hier kann man es gut sehen. Ich hatte das ja mal gezeigt, dass mir hier die Übergänge gar nicht so gut gefallen haben. Und es hat es schon um einiges weicher gemacht. Das muss ich schon sagen. Freue ich mich wahnsinnig, dass ich den gekauft habe. Da danke ich Lupina nochmal ganz lieb für den Tipp. Ja, dann habe ich hier so, das ist das, was ich immer so rundrum mit habe. Man braucht es immer. Man hat so Stifte, dieser Blenderstift, man hat diese Kalligrafiestifte. Hier ist mein Stift fürs Embossen, wo man dann schreiben kann. Hier ist mein Stift. Guck mal, Sonja. Ich von Sonja bekomme die Kappe. Ich freue mich da total. Das ist der Stift, wo man die Dinger mit aufpieksen kann. Hier ist der weiße Stift, wo man dann halt so Augen machen kann. Sonja macht das zum Beispiel ganz, ganz toll. Die macht so ihre Schattierungen extrem kawaii, super geil, mega kawaii. Und damit malt, ich glaube, das dürfte der sein, oder sie hat einen etwas dickeren. Dann macht sie halt so, ja, sie tut das mit Weiß dann so die, als ob das glänzt. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Mein Klebestift, Schere, mein normalen Stift, das habe ich auch alles immer mit hier. Und dann habe ich noch diese hier. Die sind von Action und von Teddy und ich glaube auch von Amazon. Die sind auch immer hier, je nachdem, wo man sie mal braucht. Ne? Also ich zeige euch jetzt erstmal, was ich noch so alles nehme. Und dann die meinen Haul, das eine Mal nicht gesehen haben. Da habe ich mir ja mal so für mich ein bisschen Geld ans Bein gebunden für ein paar Stifte. Ich kann sie auch wärmstens empfehlen. Die sind ganz toll. Das wären dann diese hier. Ja, es wackelt, ich weiß. Die habe ich mir auch bei Amazon gekauft. Ich glaube, 36 € haben die gekostet. Man hat 120 Stück. Wundervolle Farben, die kann man auch ganz, ganz toll überlappen, so oder wie man das nennt, also miteinander vermischen und die Übergänge wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das? Neulich habe ich das mal gelesen. Ihr wisst schon, was ich meine, wa? Also, wie gesagt, diese Fachbegriffe, damit habe ich schon definitiv nicht. Soll ja ein Hobby sein, ich bin ja kein Coloring-Artist. So, da haben wir hier diese wunderschönen, oh, die riechen immer noch so lecker. Diese richtig tolle Palette, guckt mal. Ich mag die ganz, 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 ganz gern. Die sind schön weich. Man kann die ganz wunderbar, ich glaube, schichten. Ja, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall kann man damit ganz wunderbar kolorieren und auch schattieren. Dann haben wir diese Palette hier. Und zu guter Letzt diese hier. Finde ich ganz toll. Ich liebe diese Stifte wahnsinnig. Das Einzige, was mich halt wuschig macht, dass man diese in dieser Box drin hat. Aber ich möchte sie auch nicht noch extra mit in so eine Dinger hier tun, weil ich habe ja ohnehin schon. Nachher bei der Rumtour seht ihr doch, was ich meine. Ich habe ja, ich habe hier noch diese normalen Stifte. Die braucht man jetzt weniger zum Kolorieren, weil diese normalen Stifte hier eignen sich zum Kolorieren gar nicht. Also zum normalen Ausmalen, wenn man Kinder hat. Sind die toll, aber ansonsten rubbeln die unglaublich das Papier auf und das klappt nicht. Also dafür empfehle ich euch dann die Alkoholmarker, die habe ich auch. Ich habe die vom Action.
Wir ignorieren jetzt ganz liebevoll die Aquamarker, die unser Action ja nicht hat. Und ja, ich schmolle immer noch. Ups, Entschuldigung. So, ich habe halt die ganz normalen Marker. Die seht ihr dann nachher. Die habe ich jetzt hier oben so ein bisschen ein. Ich guck, zeig's euch trotzdem mal. Die habe ich hier oben. Seht ihr? Die sind da jetzt so ein bisschen eingebaut und das ist jetzt für mich schwierig, das noch runterzuholen. So, fangen wir jetzt aber erstmal an. Diese, was ich aber sagen wollte, diese braucht man trotz alledem für zum Beispiel, wenn man diese Ränder hier macht, nehme ich die ganz gerne. Jetzt habe ich hier auch noch so ein komisches Ding abgerupft, weil ich doof bin hier. So, jetzt ist es wieder da. Für diese Ränder, die kann man in verschiedenen Farben, da reichen mir die Farben. Die kann man auch mit einem Edding machen, aber ich habe einen total breiten Edding und der franzt total schnell aus. Guckt mal. Der ist total ätzend. Und deswegen mache ich das hier mit so, mit diesen Filzstiften. Ne? Das ist, die habe ich auch, die sind auch von Faber. Sind tolle Stifte. Da kann man halt diese Umrandungen ganz gut machen hier, diese. Ja, finde ich. Also, das muss auf jeden Fall hier auch. Aber zum Kolorieren empfehle ich die überhaupt gar nicht. Zum normalen Ausmalen kein Ding, aber kolorieren, nee, würde ich jetzt mal so nicht empfehlen, es sei denn, ihr steht drauf. Ne? Das ist ja, kann ja jeder selber wissen oder selber herausfinden. Das muss auch jeder wirklich selber für sich herausfinden, wie er das machen möchte. Ich habe einen Kermit im Hals, wundert euch nicht. Ja, welche machen wir? Die habe ich ja schon gemacht, aber die noch nicht. Aber die, bei der könnt ihr das bestimmt besser sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt das ganze Bild kolorieren werde, weil das dauert dann doch schon eine ganze Weile. Ich sagte ja schon, für die Gesichtsfarbe mag ich lieber die von Faber-Castell. Diesen hier. Und oh, jetzt muss ich gucken, wie ich das hinkriege, Leute. Dass ihr das auch seht. Ich versuche mal jetzt hier eine Grätsche zu machen. So, ich hoffe, ihr habt schon gefrühstückt. So, das ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig. So. Das ist wirklich kompliziert. So, ich mache jetzt einfach mal drauf zu. Ich mache die erste Schicht. Schicht, die nennen wir es mal jetzt einfach. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ja auch noch Anfänger. Aber ihr wisst ja, von Anfänger zu Anfänger, ne? Ist die, die das professionell machen, die machen das bestimmt auch noch ganz anders. Aber ja, es ging ja für die Anfänger, ne? Hauptsächlich für meine Nina. Ich habe jetzt schon 4 Anfragen davon bekommen, ob ich das nicht mal zeigen könnte. Es ist schwierig, es jemandem zu beschreiben. Deswegen mache ich schnell mal ein Video. Und kommt auch mal wieder was anderes, wie immer nur ein Haul. Das ist sowas von Kacke, sage ich euch. Dass hier so, ich umarme praktisch hier so das Ding. Ihr seht ja, hier ist die Krake. Ich mache die erste Schicht generell immer nur ganz leicht. Schön den Rand. So, ich mache kurz auf Pause und wenn ich dann die erste Schicht fertig habe, bin ich dann gleich wieder für euch da. Momento. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe die erste Schicht gemacht, wie ihr sehen könnt. Ganz leicht. Ich habe jetzt mal das Stativ ein bisschen anders hingestellt, in der Hoffnung, dass es auch so ein bisschen besser sich jetzt ja, für mich jetzt malen lässt, weil sonst ist das echt doof, euch das zu zeigen. Wie gesagt, die erste Schicht schön am Rand. Für die Anfänger, also ich tue es wirklich für Anfänger, so hat es mir mein Papi damals gezeigt, die rennt immer so ein bisschen so im Kreis, weil dann malt man weniger drüber. Also für diejenigen, die jetzt denken, die einen Klatsch. Es gibt ja auch welche, die haben das noch nie gemacht. Ja, also bitte so ein bisschen nachsichtig sein. So, dass man das auch richtig schön so hat. So, also ehrlich, Leute, wenn ich zwischendurch mich räuspern muss, ich habe so einen dermaßen Kürmel seit ein paar Tagen. Ich habe ja erst gedacht, ich kriege eine Erkältung, aber scheint doch nicht so zu sein. Deswegen muss ich zwischendurch mal einen Kaffee trinken. Oder ich auch ihn, dann machen wir es uns gemütlich. So, und dann, ich mag es zum Beispiel, wenn die, wie hier, rote Bäckchen haben. Aber das ist dann auch Geschmackssache. Ich mag das unheimlich. Und dann nehme ich mir ein Rot, was jetzt nicht ganz so rot ist. Und man kann das auch mit Orange, je nachdem, wie man das gerne hätte.
Seht ihr das? Ja, ne? So, ich gucke jetzt nur hier in der Kamera vorbei. So, ich glaube, jetzt bin ich hier ein bisschen arg hochgekommen. Ich mag unheimlich gerne diese roten Bäckchen. Ja, das ist dann so einen gewissen Stil, wie man das dann so mag, entwickelt man mit der Zeit. Was hier so wackelt, sind einfach nur die Dinger, die hier überall rumstehen, weil wenn mein Schreibtisch wackelt, ihr hört das klack, 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 klack. Das ist. Ja, so. Jetzt haben wir hier so ein paar rote Bäckchen. So, und dann gehen wir an die nächste Schicht. Jetzt rutsche ich zu weit raus. Ich hole euch nochmal so ein Stückchen runter. So. So geht das, ne? So seht, ja, seht ihr das. So. Das tue ich jetzt hier ein bisschen fester aufdrücken, aber nicht ganz so fest. Ja, sonst bricht euch hier der Stift ab. Da gehe ich jetzt einfach erstmal so ein bisschen fester rund um das Gesichtchen. Ja, dadurch, dass hier so vieles einzeln steht, während des Kolorierens fällt mir dann öfters mal irgendwas runter hier. Ja, dieses Sorge, ich weiß auch nicht, irgendwie sage ich das immer. Manche machen sich lustig drüber, ist mir Rüllo. So, während wir hier malen, könnt ihr mir ja bitte unter die Kommentare mal oder in die Kommentare schreiben, wo ihr alles eure schönen Washis her habt. Ich habe gestern schon so ein bisschen Washi geshoppt bei Teddys, weil die bei unseren Teddys ein paar für 1 Euro hatten, die eigentlich 1,50 gekostet haben. Und ich suche noch so ein paar besondere Washis. Ich habe mich bisher immer gefragt, was macht man außer Pakete zu kleben damit oder so ein. Ja, jetzt wird es schon. Ne? So. So, dann guckt man hier so, dass man das so ein bisschen dunkler hinkriegt. Seht ihr das schon? Ja, ne? So. Ach, dieses Klackern. So. Ich mag halt diese Ränder so ein bisschen dunkler und ich lasse das dann immer so ins Gesicht hinein verlaufen, bisschen heller dann. So gefällt es mir persönlich am besten. Aber da muss man sich echt ausprobieren, wie man das mag. So, dann gehe ich hier nochmal über die Bäckchen drüber. Damit die jetzt nicht so pur, wisst ihr, wie ich das meine? Ich mag das ganz gerne, wenn das so ein bisschen so in die Farbe mit hineingeht. So ein bisschen sich verwischt. Das eine Bäckchen ist jetzt ein bisschen roter geworden. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So. So, jetzt zeige ich euch das von nahen. Jetzt haben wir das erstmal so, ne? Und jetzt gehe ich einfach noch mal schön rum, rei rum, rei rum, rei rum, bis ich dann der Meinung bin, ich habe so ein gleichmäßigen Farbton. Und das ist das Schöne an den Buntstiften, dass man das so verschieden machen kann. Man kann das kolorieren mit derselben Farbe, man kann es schattieren hauptsächlich mit derselben Farbe, indem man unterschiedlich aufdrückt. Aber da holt euch bitte nicht die 0815 Stifte für 1 Euro. Das wirklich, da müsst ihr ein paar Euro mehr. Die im Action finde ich schon günstig, aber jetzt diese Packung, die es für 1 Euro zum Beispiel gibt beim Tidi, die haben meine Kinder drüben. Diesen, na, für Kinder reicht's, fürs Kolorieren finde ich sie jetzt nicht so. Also ich persönlich nicht so toll. Aber viele finden die auch aus dem Action nicht so toll, ne? Diese Großpackung. Und ich finde die ganz klasse. Deswegen sage ich. Immer schön ausprobieren. Ich persönlich mag es jetzt nicht. Mir kratzen die zu doll. So, und jetzt gehe ich hier so weiter ins Gesicht hinein und dann lässt also diesen Druck so ein bisschen nachlassen, ne? Auf den Stift so den Druck so ein bisschen nachgeben, damit das hier hinein von dunkel ein bisschen heller wird, aber nicht zu hell dann, ne? Sonst sieht es ja auch aus, als ob die eine Maske auf hat. So.
So, dieses eine hier gefällt mir zum Beispiel jetzt gar nicht, weil das so ein bisschen zu dunkel geworden ist. Aber so, hier nochmal eben drüber gehen. Und die Augen rundherum könnt ihr auch ruhig mal so ein bisschen fester nochmal aufdrücken. Und dann einfach hier jetzt, wenn ihr das mit Holzstift macht, müsst ihr immer mal pusten, weil sonst habt ihr dann nämlich diese Krümelchen. Das passiert nun mal, das ist so, ne? So. Jetzt haben wir das so fertig. Ist so okay. Bei euch in der Kamera kommt das Gesichtchen jetzt heller rüber wie jetzt hier bei mir. Aber ich sagte ja, so dunkel mache ich jetzt erstmal nicht, weil das ist eine Geschmackssache, ne? So, jetzt nehme ich mir meinen Stift, meinen Blenderstift. Meiner ist jetzt von Amazon. Da hat der Doppelpack 6 Euro gekostet. Da gibt es aber einen, den empfehlen die immer Poli noch etwas, der kostet aber einen Zehner. Habe ich aber bisher noch nicht gefunden. Und hier kann man dann praktisch so mit dem Stift dann die Farben so ein bisschen weicher machen. Ich denke mal, in der Kamera wird das jetzt gar nicht so rüberkommen. Wenn dann die Übergänge so sind, kann man die damit schön weich, dann sagen wir mal, geschwollen abrunden, ne? Dass die nicht mehr so abgehackt sind. So, warte ich, wenn er von dunkeln so in das helle kommt. Damit dieser Übergang einfach schön weich ist und nicht mehr so hart und kantig. So. So, jetzt haben wir das Gesichtchen soweit fertig. Und da kann man dann auch gucken, das mag man zum Beispiel ein bisschen dunkler. Hier ist das Gesichtchen ja auch ein kleines bisschen dunkler als wie hier. Und da kann man ja je nachdem, was passt, ne? Wie so, ich habe meine Marienkäfer zum Beispiel auch vom Gesicht her ein bisschen dunkler gemacht. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier das. Mal das Kleidchen oder das Ding hier. Ich würde sagen, wir machen das Ding hier oben noch zusammen. Weil, wie gesagt, wenn ich das ganze Bild mache, dann geht das Video bestimmt eine Stunde. Ich lasse mir dafür gerne Zeit und das kann ich auch jedem empfehlen, weil wenn man schnell, schnell, schnell macht, sieht es auch schnell, schnell, schnell aus. Meine Meinung. So, jetzt nehme ich mir einen von diesen Action-Stiften. So, da habe ich es lila gemacht. Ich werde es diesmal rosa machen. So, dann nehme ich zuerst auch die hellere Farbe. Und gehe dann da etwas leichter drüber. Das sieht auch anfangs so ein bisschen kreidig aus, je nachdem, was man für Stifte da nimmt. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Ich mache mal kurz Pause. So, jetzt habe ich das erstmal die erste Schicht. Ich hoffe, das könnt ihr gut erkennen. So, und jetzt bei diesen Hütchen hier würde ich sagen, nehmen wir mal zum Schattieren eine andere, noch eine zweite Farbe mit dazu. Hier habe ich ja mit einer und derselben Farbe zwei Kontraste hinbekommen, außer wenn man die Bäckchen wegzieht, ne? Und hier nehme ich aber mal eine andere Farbe mit dazu. Und zwar möchte ich schon eine ganz krasseren Unterschied haben. Ich würde sagen, nehmen wir hier dieses Lila. So, gucken wir mal. Und hier gehe ich auch erstmal nur am Rand. Den Rand ruhig ein bisschen dunkler. Sieht man das schon, ja, ne? Rand ruhig so ein bisschen dunkler. Ich mache das jetzt immer einmal so direkt am Rand, weil ich finde immer, dass der Rand dann am Ende frei bleibt. Das nervt mal, wenn man das dann halt so, ich koloriere so in so, ne? In so Kreisen. Deswegen mache ich zuallererst den Rand, damit ich den auch richtig erwische. Und den mache ich eigentlich meistens immer so ein bisschen farbintensiver. Sorry Leute, also es tut mir total leid. So, die können wir gleich, die Öhrchen machen wir gleich ein bisschen dunkler.
Jetzt haben wir den Rand richtig erwischt. Zeige ich euch auch nochmal von nah. Hier oben, das geht mal auf den Keks. So. Und jetzt mache ich dann mit kreisenden Bewegungen ein bisschen leichter, nicht mehr so fest aufdrücken, gehe ich dann in das Rosa hinein so ein bisschen. Ich hoffe, das kann man auch ganz gut erkennen soweit. Damit die Übergänge, seht ihr schon, werden schon weicher, ne? Nicht mehr so kantig und hart. Und auch hier, wenn man das ein bisschen dunkler haben möchte, ruhig ein bisschen fester aufdrücken. Natürlich nicht so, dass einem hier der Stift um die Ohren fliegt. Ist mir auch schon, gerade wenn man die ganz frisch anspitzt, pupp, ist die Spitze dann hier durch die Gegend geschossen. So, jetzt haben wir dann hier diesen Übergang. Und da kann man dann auch immer gucken, mag man es noch dunkler, mag man es ein bisschen heller. So. Jetzt haben wir das praktisch so. Dann tun wir den Stift wieder weg und nehmen den Stift, mit dem wir am Anfang gemalt haben, also die erste Schicht. Und da könnt ihr auch gucken, möchtet ihr dann, also ich gehe jetzt erstmal nur in der Mitte nochmal lang, seht ihr? Und dann entscheide ich mich spontan, möchte ich dann diese Farben mischen? Bin jetzt nur in der Mitte nochmal drüber gegangen, etwas fester. Und ich mag das aber ganz gern so. Also ich gehe dann überall nochmal, auch über dieses dunklere, gehe ich dann nochmal mit meinem Stift drüber, also mit der Grundfarbe, wo ich die erste Schicht gemacht habe. Und da seht ihr schon, wie schön sich das dann. Und je dunkler ihr diese Farbe habt, desto, naja, ich hasse das Wort krass zwar, aber das intensiver ist dann halt der Farb, wie nennt man das jetzt so, Farbunterschied, der Farbübergang, die Schattierung an sich. So. Kann man dann eben gucken. Ne? Jetzt seht ihr mal, wie unterschiedlich man eben auch diese Farben hinbekommen kann. So, ich an sich finde jetzt diesen Farbübergang auch wirklich schön, aber ich gehe trotzdem noch mal ganz kurz mit meinem Blenderstift drüber. Wozu habe ich ihn auch sonst? Ne? Einfach noch mal drüber wischen über die Übergänge. Dip, 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 dip. So, und dann haben wir das so erstmal hinbekommen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ja, ich würde sagen, das kann man so lassen, oder? Ich tue euch mal noch ein bisschen mit zur Seite. Jo, das klappt so ganz gut. Ne? Und da könnt ihr euch dann ausprobieren, je nachdem, was ihr dann für Farben habt. Könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr ein ganz helles Rosa als Grundfarbe nehmt und ein ganz dunkles Lila, auch das schön übergehen lassen. Ne? Das habe ich ja hier bei denen zum Beispiel, bei den Schuhchen, da habe ich dann auch ein ganz, ganz helles Rosa genommen und ein dunkles Lila und habe es dann übergehen lassen. Und hier hatte ich ja diesen Stift noch nicht, das seht ihr, ne? Hier habe ich mich für Lila und Grau entschieden, weil es ist ja eine Fledermaus. Und hier ebenfalls, seht ihr, das ist dann wieder Lila und Rosa, Lila und Rosa. Und ich finde, also mir gefällt es so am besten. Ja, das gibt's. Ja, so hat jeder eben anderes, die mit den Stiften von Action, mit den Alkoholmarkern kolorieren, haben ja wieder eine ganz andere Art und Weise, ne, wie die das machen. Aber ich mache das halt gern so. Und ich wurde ja gefragt, wie ich es mache. Ja, und so ist halt meins. Ich habe euch das jetzt gezeigt. Ja, und so könnt ihr das auch bei den Haaren. Ihr könnt auch gerne andere Farben mit reinbringen. Bei der Gorgeous zum Beispiel habe ich ja Schwarz und Lila vermischt. Da habe ich einfach diese Strähnen Lila gemalt und bin mit Schwarz dann drüber dann nochmal. Normalerweise hat die Gorgeous Punkte, aber mir haben die Punkte irgendwie nicht gefallen. Deswegen habe ich da dann hier noch ein paar Sternchen aufgeklebt. So, ich würde sagen,
Der erste Schritt ist eigentlich erklärt. Probiert euch mal aus. Wenn ich jetzt, wie gesagt, das Bild, ich mache es in dem Stil, wie ich es euch gezeigt habe, weiter. Hier habe ich schattiert mit zwei, also mit einem und demselben. Ihr könnt auch hier nochmal gerne es ein bisschen farbintensiver machen, indem ihr einfach nochmal etwas fester drauf drückt. Oder ganz leicht. Und so kriegt ihr mit einem und demselben Stift, mit einem und derselben Farbe, dunklere Schattierungen hin. Und hier habe ich es mit zwei verschiedenen Stiften gemacht. Und da kann man sich auch austoben, wie man möchte. Ja, da kann man auch Farbunterschiede nehmen, zum Beispiel rosa und blau. Das geht auch. Das sieht richtig klasse aus. Man muss halt nur gucken, dass man das schön ineinander verlaufen lässt. Und dann müsst ihr euch ausprobieren, wie ihr auf den Stift aufdrückt. Das ist dann immer ganz, ganz unterschiedlich. Jupp. Also ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich versuche nachher noch eine Roomtour hinzubekommen. Ich weiß nicht, ob ich es von der Zeit her hinbekomme. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen für andere Videos, ich kann auch wieder kommentieren. Ich weiß jetzt, woran es gelegen hat. Ich will mir dann aber heute Abend mal oder morgen die Zeit nehmen, die Kommentare von euch durchzulesen und zu liken und ja, ne, ihr wisst ja, vielleicht auch zu beantworten. Es geht jetzt wieder, Gott sei Dank. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, Wünsche habt, Anregungen, vielleicht auch Tipps, wie auch immer, dann sagt er mir auch Bescheid. Wir können auch gerne noch ein Watchmeacraft machen, aber ich kann euch zeitlich noch nichts nennen. Hier mal so ein Goodiebag hinbekommen. Kann man gerne machen. Ich wünschte, ich könnte euch das für Sonja zeigen. Das ist so schön, aber naja. Ja. Das würde ich mal sagen, hat sich das dann erstmal so erledigt. Hört sich scheiße an, oder? Auf jeden Fall habe ich das euch so gezeigt, wie ich es mache. Ich würde diese ganze Pipi in diesem Stil weitermachen. Das Gesicht mit einer Farbe und das entscheide ich mich zum Beispiel immer spontan. Immer. Ob ich es bei einer Farbe lasse oder ob ich es mit verschiedenen Farbtönen mache. Bei den Holzstiften ist das Schöne, man kann das selbst mit verschiedenen Farben oder mit einer derselben Farbe genauso cool hinbekommen, indem man einfach unterschiedlich fest aufdrückt. Und da merkt man eben auch die Qualität von den Stiften, wenn die halt sehr kratzig sind. Dann klappt das nicht. Dann reißt ihr euch hier so diese Kerben ein und bei denen, die sich schön weich sind, kann es natürlich auch passieren, dass es zu intensiv wird, dass es gar nicht mal schön aussieht bei den extrem weichen. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich das so für sich selbst ausprobiert. Ja? Was mag man mehr so? Das liegt einem mehr so. Ich hätte auch nicht gedacht, nie im Leben, dass mir die Holzstifte, also die Buntstifte, eher liegen als wie die anderen Marker. Hätte ich nicht gedacht. Gut, ihr Süßen, ich hoffe, es hat euch soweit was gebracht. Und ich konnte es euch so einigermaßen rüberbringen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, das muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Watchmeacraft zu machen. Aber ja, Nina, ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr noch irgendwas intensiver wissen möchtet, wo ich drauf besser eingehen soll, mache ich euch auch nochmal so ein Video. Aber so wäre ich jetzt oder hätte ich jetzt auch im Prinzip angefangen, das Bild zu malen. Ihr Lieben, wie gesagt, wir sehen uns. Einen Haul habe ich, glaube ich, am Wochenende auch nochmal. Aber zuallererst möchte ich ja gerne mal meine Roomtour machen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, ihr Süßen. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen besseres Wetter wie wir. Wir haben jetzt, oh, jetzt Wetter. Ost, jetzt so heiß. Jetzt ist es so kalt, dass ich hier sogar mit Socken sitze. Ist das nicht furchtbar? Gut, meine Mäuschen, wir sehen uns, wir hören uns, wir riechen uns und schmecken uns. Bis dann, dann. Tschüss.